Das hoffe ich wirklich sehr und ja. Also dann, die Dunkelkammer. Victoria, listen to me. Your life is in serious danger. I know Nathan is your friend, but he is truly unstable and dangerous. He did drug Kate at that party so he could take her someplace dark. What? Nice try, Max, but I don't believe you. And why would he do that? That I don't know yet. But it was enough to make Kate want to die. And I think you're next. Max, that is crazy. Nathan is like one of my best friends. Yes, he takes serious meds, but that's not his fault. His family treats him like a total freak just because he has little meltdowns. They're not little anymore. They're deadly. I don't care if you hate me or not, but you have to believe me. You could have been a major bitch to me when I got hit with that paint, and I deserved it. Max, I don't hate you. I actually think you're one of the coolest people at Blackwell. Weird, but cool. You just don't know it yet. Maybe I'm jealous because you don't give a shit what anybody thinks, and I do. To be honest, Nathan has been freaking me out lately. He's not here, and I haven't seen him. Just make sure you stay away from him. And stick close to your friends tonight, okay? I let you boss me around this one time. And I have other people I can go to for protection. Thanks for telling me this, Max. If what you said is true, then you be careful too. I've got my own protection. Text me if you need anything. I will. Thanks, Victoria. Au revoir. Na sowas. Und da ist Chloe. Alter, wo waren die jetzt? Das freut mich jetzt. Victoria glaubt uns jetzt eigentlich. Ja, ja. Ja, Alter, Max muss natürlich immer in ihren Gedanken ganze Zeit reden. Ich wollte nur sagen, dass Victoria uns wirklich glaubt, dass... Hätte ich... Chloe steht vor dir, du Dussel. Ja, aber ich bin so froh, dass Victoria uns glaubt, das hätte ich echt nicht gedacht. Und bevor jetzt Max wieder losredet, ist... Gehen wir mal besser zu Chloe. There you are. Chloe, Nathan isn't here. Nobody has seen him tonight. He's definitely not upstairs or in the lockers. Damn. Maybe he's hiding in his dorm. Then let's bail. Nathan can't hide anymore. So, you made it, Max. Oh, hey, Mr. Jefferson. Are you both okay? You look like you're on a mission. Oh, I was just looking for Nathan. Uh-huh. I didn't know you were pals with him. I haven't seen him since this afternoon. He seemed pretty upset. I think he's still quite upset over the whole Kate situation. Yeah, that makes sense. Let's talk later, Max. I have to announce the winner of the contest. I do wish you would have entered. You have to build up that resume and portfolio, but I know you will. Thanks. I hope so. Okay, excuse me. I'm almost on. Let's get the hell out of here, Max. Okay, okay, everybody calm down. Thank you. Thank you. I appreciate it. Look, I don't want to get in the way of the party, but it's time to announce the winner of the Everyday Heroes Contest. Before I do, I want to thank everybody who entered their photograph and everybody who thought about entering. Now, this is the most important step in being an artist. Sharing your work with the world. All of you represent Blackwell Academy and everything our school stands for. As far as I'm concerned, you're all everyday heroes. The envelope, please. And the winner is... Come on! Oh my, what a shocker. Victoria Chase. Was? Aber, Alter... Thank you so much, Mr. Jefferson. It was your incredible photography that brought me to Blackwell, and I hope I can live up to your name and fame.
I also want to thank all the students for being so dedicated in their pursuit. And I'd like to dedicate this prize to Kate Marsh. She is the real everyday hero of Blackwell, and I can't wait for her to come back. Thank you. You suck, Victoria! Victoria won. Big surprise. I can't believe she blackmailed Jefferson. Yes, I can. Who fucking cares? Rachel is still dead, and I want Nathan's punk ass now. Me too. Let's go check out the dormitories. Boah, es ist natürlich Max sehr angepisst, was ich auch verstehen kann, aber jetzt dann kriegt Nathan was auf die Mütze. Oh Christ, Nathan just texted me. He says there won't be any evidence left after he's done. Shit. We have to go to the junkyard right now. Der doppelte Mond ist... Der doppelte Mond geht weg. Was zum Teufel? Das ist aber ein bisschen... Stop stomping around, Chloe! Right. Just get ready to use your rewind fast if Nathan tries to jump us. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, oder? Dass Nathan uns jetzt hier treffen will. Was ist, wenn das aber eine Falle ist? Und ganz ehrlich, ich möchte jetzt ja nicht unbedingt hier bei Vollmond rumlaufen. Nicht unbedingt. Und wenigstens ist die laute Musik jetzt endlich aus. Wir müssen vorsichtig sein. Vielleicht greift er uns ja von hinten an. Alter Nathan, wo bist du jetzt? Du wolltest uns treffen und wo bist du jetzt? Hey, I can't focus if you're yelling. Please. Boah, Alter. Blöder Vogel. Alter, wo ist dieser? Ja, aber echt, wo ist dieser Wichser jetzt? Hallo? Ich tu immer hinterschauen. Hä? Was? Was? Oh Gott, Max, look. She's still there. Don't look, Chloe. Oh, no. Was? Oh nein. Oh nein. Chloe! Look out! What the fuck? Was? Errungenschaft freigeschaltet Dark Room. Das war Episode 4 Dark Room. Du willst mich doch verarschen, was? Das war doch so klar, dass das jetzt das Ende war. Oh Mann. Aber wieso? Wieso stand hier jetzt gerade Jefferson? Alter, ich bin hier gerade irgendwie voll... Ne. Dann steckt also... Jefferson hat also diese Nachricht geschickt. Das war die Falle. Aber wenn's Nathan nicht war, wo ist dann Nathan in Wirklichkeit? Oh mein Gott, jetzt habe ich wieder eine voll andere Theorie. Was ist, wenn aber in Wirklichkeit Jefferson dahinter steckt und nicht Nathan? Das würde natürlich einiges... Das würde einiges ändern. Und... Alter. Alter, das Spiel macht mich fertig. Alter. Ich habe gerade so eine Gänsehaut. Vor allem, weil
Ich habe zuerst gedacht, Nathan hat uns angegriffen. Ich wusste ja nicht, wer da hinter uns stand. Irgendjemand hat uns eine Spritze in den Hals gegeben, also die Droge, ne? Und dann sind wir bewusstlos und haben gerade noch unseren Lehrer, den Jefferson, gesehen. Alter, ich glaub's einfach nicht. Ich glaub's einfach nicht. Und die Frage ist jetzt, jetzt kommt ja dann das große Finale. Episode 5 ist die letzte Episode. Chrysalis wird die heißen, Opferung. Oh nein, und wen wir da opfern müssen? Ich kann's mir schon ziemlich vorstellen. Alter, und wenn wirklich Jefferson dahinter steckt, warum macht er das? Warum ist er so ein kranker Perverser? Und wenn aber Nathan trotzdem komisch ist, es kann ja sein, dass vielleicht Jefferson ihn ja die ganze Zeit bedroht und bestochen hat und er es eigentlich nicht wollte und deswegen so psychisch krank wurde und das auch irgendwie mit seinem Vater und so in Verbindung, ja, so bringt und so weiter. Aber noch viel zu viele Fragen. Rachel ist jetzt tot, das wissen wir jetzt an Fix. Und ob aber jetzt auch, Nathan tot ist, das wissen wir nicht. Vielleicht hat der Jefferson ihn ja bereits schon getötet. Weil sonst hätte er ja auch nicht das sein Handy oder so. Alter. Und ganz ehrlich, ich will euch jetzt da nicht aufhalten. Ich werde jetzt einfach mal den Abspann einmal wieder überspringen. Genau. Alter, und jetzt sehen wir mal wieder, was für eine Entscheidung wir getroffen haben. Alter, ich habe immer noch voll die Gänsehaut, Alter. Ich will nicht Episode 5 spielen. Warum? Warum? Okay, unsere Entscheidungen. Du hast den Blauhäher gerettet. Ach so, ja, den Vogel, 46%. Was? Nur? Schämt euch. Tierquäler. Naja, du hast das Vogelnest nicht angetastet. 93% und dass das Vogelnest gestört. Ach so, okay, ja, das ist gut. Du hast auf andere Art an Davids Akten gekommen. 59%, haben wir auch sehr gut gemacht. Kate hat dir geholfen, Nathans Zimmer zu finden. 61%, auch mehr als nicht geholfen. Du hast Daniel nicht überzeugt, zur Vertex Party zu gehen, was auch besser ist so. Das haben auch andere so gesehen, sehr gut. Du hast keine Nachricht auf Warrens Tafel hinterlassen, 81%. Ach so, hätte ich das können? Oh, okay. Ja, ist ja wurscht, ist ja nicht so wichtig. Er war sowieso besoffen dann. Du hast Nathans Pin nicht geknackt, 67%. Ja, leider hätte man machen können, aber ich war leider zu doof dafür. Ja, kann man nichts machen. Und du hast wieder Alyssa geholfen, 79%. Haben es auch mehr getan. Ganz ehrlich, die Alyssa, der passiert ja wirklich jeder Episode irgendetwas. Gerade kürzlich einmal war es bei Episode 3, ne? Da mussten wir sie vom Auto retten, weil, ja, da war irgendeine Lacke und sie wäre nass geworden oder so. Ja, also eine Pfütze, meine ich. Ihr Deutschen sagt ja Pfützen dazu, wir Österreicher sagen Lacken dazu. Ja, also jetzt nicht lachen, aber es ist halt eben so wegen unserem Dialekt. Und, ja, jetzt würde ich mal sagen, machen wir noch schnell die Hauptentscheidungen. Oh ja, das war ja wirklich sehr krass, diese Episode, Alter. Boah. Du bist Chloes Bitte nachgekommen. 58%, ja, schön, dass wir dem Herzen gefolgt sind. 42% haben es nicht getan. Ich frage mich, was dann eigentlich passiert wäre. Du hast Warrens Nathan zusammenschlagen lassen. 41%, okay. 59% nicht. Aber ganz ehrlich, wenn wir das früher gewusst hätten, dass in Wirklichkeit nicht Nathan hinter dem allen steckt, sondern der Jefferson, dann hätte ich doch auch abgelehnt, aber... Ach, verdammt, ich... Aber da wusste es man halt einfach noch nicht. Deswegen, es ist eine Ausnahme, okay? Niemand wurde verletzt, 72%, ja. Entweder Chloe hat Frank verwundet oder Chloe hat Frank getötet. Also das hätte auch noch sein können. Getöteten 6%, verwundet 22%. Und Gott sei Dank wurde niemand verletzt, also 72%. Da bin ich wirklich sehr, sehr froh drüber. Und jetzt noch zum Schluss. Victoria nahm deine Warnung ernst. 74%, Victoria nahm deine Warnung nicht ernst, nur 19%, und du hast Victoria nicht gewarnt, nur 7%. Naja, okay. Auf jeden Fall alles gut, außer das mit dem Warren Nathan zusammenschlagen lassen, das war nicht so gut, aber egal. Auf jeden Fall waren das die Entscheidungen, und jetzt kommt noch der Trailer zu der allerletzten Episode. Episode 5, Chrysalis. Alter, ich bin nicht bereit. Alter.
Viel Spaß beim Trailer. Oh mein Gott, also Jefferson ist wirklich, da sehen wir schon wieder die Akten, das wäre ja auch ganz creepy. Der Sturm wird kommen, im Hintergrund sehen wir es schon und Max irgendein Foto, was sie geschossen hat. Alter, und das war also Episode 4 Dark Room. Alter, ich habe immer noch eine sehr Gänsehaut. Und in Wirklichkeit wissen wir jetzt, dass Mr. Jefferson dahinter allem steckt und er wird uns auch Drogen... er wird uns auch unter Drogen setzen und das war Max Stimme und sie sagte bereits schon, dass sie das nicht will und sie ist wahrscheinlich festgebunden oder so. Und ob wir es schaffen, dass wir nicht unter Drogen gesetzt werden, ob wir das noch alles rechtzeitig aufhalten können, auch den Sturm und so weiter, die ganzen Katastrophen, die wir jetzt eigentlich gesammelt haben, werden dann jetzt zum Schluss der letzten Episode nach alle ausgebadet und ja, scheiße. Oh Gott, ich bin nicht bereit, auf jeden Fall. Bedanke ich mich wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Und dann sehen wir uns also das nächste Mal beim großen Finale, Episode 5 Polarized. Also dann. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüssi. Alter, das Spiel, ey. Sunshine for everyone, but as far as I can remember, we've been migratory animals living under changing weather. We will foresee obstacles through the blizzard, through the blizzard. Today we will sell our uniform, live together, live together.